hat das doofe Tor aufgemacht. Das heißt jetzt, dass jemand hier sein kann, oder was? Das muss nicht heißen. Es ist, Serveraktivitäten werden über einen zu langen Zeitraum im Augenblick gespeichert. Das ist etwas auch, was sie im nächsten Patch wieder fixen werden. Okay. Und ja. Sowas nicht mehr. Also wie das die Loot-Piles, die du gerade vorhin gesehen hast, über zu lange Zeiträume da liegen bleiben, sondern die bin wirklich erst mit dem Server neu starten, und das ist halt nicht working as intended. Somit das im nächsten Patch überarbeitet. Außerdem produziert es Lags. Okay. Da ist ein Zaun, oder? Ja, da ist ein Zaun. War relativ schwer zu sehen, aber da ist einer, ja. Ja, ich hab's jetzt gerade nur so mitbekommen, wo ich da den einen Stab gesehen habe. Oder? Na, was? Noch ein halber Zaun. Nur ein Zaun, da ist sogar noch ein halber Zaun. Ne, bei mir nicht. Der mir die Räder dazu bringt, dass sie hochstellen. Das ist auch nicht so toll. Habt ihr übrigens so ein Militärfahrzeug gefunden? Nein, mittlerweile noch nicht. Wir sind zwar immer noch auf der Suche nach so einem Teil, aber mittlerweile haben wir noch keinen gefunden. Diese Dinger sind auch super beliebt und, naja, sie sind halt auch äußerst schwer zu finden aufgrund ihrer Tarnfarben, ne? Naja, logisch. Weil wenn du da so ein, sag ich mal, ich nenne das jetzt mal so ein SWAT, Einheit, kann man sagen, mit Goodies, Suits hast, dann hast du ein Auto. Halleluja. Ja, die Ghillies sind für die Autos erstmal nicht notwendig, aber. Ja, nee, aber weißt du, wie. Es ist einfach mal geil, wenn du ein Auto hast, weil es sich einfach super genial verstecken lässt. Dann vorbeilaufen, wenn du Pech hast. Och, nun lass mich frei. Wie lass dich frei? Ja, so in Form von frei lass mich fahren. So. So, das rechts zum Beispiel ist Darisobo. Ist einer der gefährlichsten Städte überhaupt. Darisobo, ja. Ist einer der gefährlichsten Städte überhaupt, weil, ne, die diese Zelte sind. Ja, wir waren letztens dort. Wir haben da was gelootet, wo ich noch nicht mit dir das gezockt habe. Mit einem anderen Kumpel haben wir das gelootet dort oben. Dann sind wir später nochmal dorthin gegangen und haben jemanden gehört. Haben dann die ganze Zeit gesucht. Und dann haben wir wieder zwei Leute gesehen, die da hochgelaufen sind. Das ist wirklich ein beliebter Ort, ey. Man muss sagen, ja. Ich muss diesen Bereich leider jetzt auch etwas großräumiger umfahren, weil nicht nur aufgrund der Tatsache, dass da eventuell Spieler sein könnten, sondern habe mal wieder die beliebten Grafik-Glitches, die mit dem nächsten Patch rauskommen sollen. Weil irgendwie mögen Leute in Starry ganz, ganz viele Stacheldraht aufbauen. Okay. Ich muss dazu sagen, in dieser Stadt habe ich da noch nie irgendwelche Maschendrahtzaun gesehen oder irgendwelche Panzerbarrieren, muss ich jetzt sag ich jetzt mal so. Zumindest wo ich immer dort war, war bei mir das immer leer. Ich habe auch immer schön was da oben gefunden bei diesen Militärbasen. Ja, das ist so, ne? Ein durchschnittliches Militärloot. Ein Kollege von uns hat letztens Glück gehabt. Wir sind haben einen kurzen Abstecher mit dem Auto zum Airfield gemacht. Einmal wirklich mit Vollgas über die Landebahn gepäst. Und wir haben erstmal einen toten Spieler gefunden, der vor nicht allzu langer Zeit getötet worden sein muss von irgendjemandem. Ein Kollege von uns, der gerade auch mit dem Spiel jetzt angefangen hat, konnte sich erstmal sein Komplett-Equipment da reinballern. Hat so ziemlich gutes, mittelmäßiges Equipment. Krass. Ich würde jetzt so sagen, dass es klug ist, aber weiß ich nicht, ey. Also der hat Glück, definitiv. Also wir haben auch schon gesagt, so für die Zeit, die der Mensch gespielt hat, also ne, der hat das Spiel, wir waren mit uns im TS, hat das Spiel sich runtergeladen und hat mit uns 4 Stunden gespielt und nach der 4. Stunde ist diese Leiche aufgetaucht. Also dieser Mensch hat wirklich Glück. Ja, stimmt, ja. Das. Eigentlich kein anderes Wort für außer der Mensch hat.
Oh, gut, Glück gehört zum Spiel, ne? Also von daher. Ja, Glück gehört auch zum Leben, ist generell so. Genauso wie es dazu gehört, dass manche Leute halt Pech in diesem Spiel haben. Ja, wie ich. Nein, ich würde nicht sagen, dass du Pech in diesem Spiel hast. Ich würde einfach sagen, du spielst das Spiel nicht oft und intensiv genug, um ja, gut, vernünftige Items zu kriegen. Das kann man auch sagen. Ich meine jetzt nur das Pech, der darauf bezogen ist, mein Backpack und meine Bison weg war. Ja gut, das ist Pech, klar. Das sind Glitches, die leider dazugehören, solange das Spiel noch in der Alpha ist. Aber ansonsten? Aber ansonsten, das dafür, dass es eine Alpha ist, ist eigentlich sehr... Läuft sehr gut dafür, dass das Spiel ist, ne, immer noch in der Alpha ist, also... Ja, wenn ich mir überlege, andere Spiele, die mal in der Alpha waren, die liefen viel schlechter. Vor allen Dingen, da es nur ein Mod ist, ne? Es ist ja, wenn es jetzt ein Spiel in der Beta ist, die meisten Beta-Spiele, die ich bis jetzt mal gespielt habe, wenn die in der Beta sind, dann laufen die nicht besonders. Ja, einwandfrei eigentlich. Ja. Hast du dich verfahren oder was? Ich weiß es nicht genau. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich habe mich jetzt durch diesen Querfeldein-Part ein bisschen verfranst. Ja. Ich will eigentlich auf die Hauptchance wieder zurück. Aber vorne links aus der Seite abgehen müssen. Die ich wohl nehmen. Ja. So, rechts von uns ist jetzt Starry. Was ist denn die dabei? Starry. Ich werde dich vermissen. Oh, ich kann dich hier rauslassen, du kannst ein bisschen looten gehen, wenn du Lust hast. Sicherlich nicht, ich habe 12 Waffen drin. Sicherlich nicht. Ja schon, ich muss dazu sagen, das Nachtsichtgerät. Respekt, also muss ich sagen. In DayZ ist es einfach das Creme de la Creme Item. Ja. Wenn du das gefunden hast, dann. Ja. Dann hast du was geschafft, dann kannst du wirklich auch Nachtmissionen machen. Sonst kannst du ja wirklich einen Tag machen. Und Tag ist gefährlicher, weil ja mehr Leute da sind. Logischerweise. Ja, nicht unbedingt. Also. Man kann jetzt nicht sagen, dass Nachtserver nicht so stark bevölkert sind oder so. Alle Leute, die ein Nachtsichtgerät haben, sind eher auf dem Nachtserver, also sind eher auf dem Server, wenn es Nacht ist, als am Tag. Ja. Wie bei mir zum Beispiel, also ich bin die meiste Zeit über nachts auf dem Server. Ja, das Ding ist aber, guck mal, wie viele Leute sind jetzt noch so online? Das ist das Ding, so ich denke mal nicht, dass jetzt um 4 Uhr keiner weiß, ob koppelt auf TTS. Ich weiß nicht, wer koppelt, auf jeden Fall koppelt irgendjemand. Ich glaube, das ist Chiso. Tim? Ja. Ja, ich yep. Gerade etwas mal genügt. Okay. Ja, man versteht dich wieder wirklich nicht. Ey, du nuschelst so sehr. Was zur Hölle ist das? Was? Boah, ich hatte gerade den übelsten Lag. Aber, boah, richtig hart geruckelt. Hä? Boah, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen leicht erschrocken. Weil die Musik gerade so von DayZ wieder kam. Musik. Erste Regel auf diesem Spiel. Musik gibt es nicht. Andere Dinge hören als Musik. Ja, nein. Die DayZ-Musik. Dieses. Genau, das willst du nicht hören. DayZ ist 50% wichtig, gut hören zu können.
irgendwo in der Nähe Schüsse hörst und du weißt, dass ein Spieler da ist, dann kannst du auf diese Situation reagieren. Game-Musik aus oder was? Ja, prinzipiell von der ersten Sekunde an, als ich dieses Spiel gespielt habe, Ingame-Musik aus. Hier sind wir wieder verschieden. So, da vorne ist der Bus. Ah, cool. Raus. Oder? Get out. So. Okay, ich parke in der Nähe, ich gebe dir mit dem Sniper Rückendeckung für den Fall der Fälle. Weil, wie gesagt, jemand, der dieses Auto da hat da stehen lassen, der muss nicht unbedingt weit weg sein. Es kann durchaus sein, dass die genauso wie wir losgegangen sind, um Reifen zu finden. Das ja, einfach nur weil das Ding war haben. Voll, eigentlich kann man sagen, sehr voll beladen. Genau. Der Punkt ist, Reifen holen und wenn mit ein bisschen Pech könnten die auf dem Weg gerade zurück sein und wollen wir ja mal jetzt nicht herausprobieren. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch, du hast Connection verloren. Ja, klasse. Ja, das hat disconnected, jetzt reconnecte ich mal. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass jetzt meine Sachen wechseln. Ich hoffe, das ist richtig. Naja, Leute, dann sehen wir uns das mal später. Dann Johnson.